hallo. Im heutigen Text haben wir eine ganz wertvolle und ja eine gewaltige Aussage. Auch wieder von dem Propheten Jesaja. Ein sehr bekanntes Kapitel unter den Bibellesern, das sich in besonderer Weise auf den Herrn Jesus bezieht. Und da heißt es im 53. Kapitel, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Kapitel 53, Vers 5. Ich denke, das sagt schon sehr viel aus über den Messias, den Erlöser, den Heiland, den Befreier von aller Schuld und Sünde. Und jeder, der im Glauben das annimmt, das im Glauben akzeptiert, ja, Jesus hat da am Kreuz, als sie ihn da dran genagelt haben, war das auch wegen meiner Schuld und wegen meinen Sünden. Und nur dadurch ist wirklicher Frieden möglich. Und zwar Frieden mit Gott, mit dem, der uns geschaffen hat, der uns von ganzem Herzen auch liebt und darum auch diesen einzigen Ausweg geschaffen hat, um wieder in eine persönliche und lebendige Beziehung zu ihm zu kommen und zu leben, auch dann einst in aller Ewigkeit. Dann im Lehrtext heißt es dann, Christus hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Diese Worte hat der Apostel Petrus in seinem ersten Brief im zweiten Kapitel, Vers 24, festgehalten, dass er das ganz explizit und eindeutig sagt, warum Jesus gestorben ist, warum er gekreuzigt wurde. Da gibt es ja die wüstesten Vorstellungen, menschliche Fantasien. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, den eigentlichen Grund, dann können wir das eigentlich nur durch sein Wort, durch die Schrift, können wir das erfahren. Er hat unsere Sünden hinaufgetragen. Jede einzelne Schuld und Sünde in deinem und in meinem Leben ist damit beglichen worden. Warum? Und auch das ist begründet, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Und ich glaube, jeder, der das anfängt zu begreifen, und auch wenn es nur minimal ist, was da alles passiert ist, kann eigentlich nicht mehr bewusst oder mit einer Oberflächlichkeit sündigen, ist mir wurscht, ist egal, das macht ja jeder schließlich, ohne jetzt den ganzen Katalog zu nennen. Aber jedem, der Jesus begegnet ist und weiß um diese Tat Jesu, um diese Rettungsaktion, der will nicht mehr absichtlich und bewusst und ja, weil es einfach alle anderen ihm machen, kann ich es ihm auch, sondern der hat dann eine Abscheu. Und das heißt abgestorben. Es ist nicht mehr unser Triebkraft im Leben, auch wenn sie uns manches Mal einfangen will. Aber wir leben jetzt der Gerechtigkeit in und durch Jesus Christus. Ja, noch einmal einen schönen Tag wünsche ich euch wieder. Und wieder mit der Einladung, diese Worte des Petrus und Jesaja sich noch einmal genauer anzuschauen. Jesaja 53 und 1. Petrus 2. Also, bis bald dann wieder. Vielleicht. Oh, und übrigens, es ist der 1. Oktober. Aber das haben wir schon am Anfang gesehen, oder?
Okay, ciao. I'll sing the power to save.